Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir sind bei den Navajo-Indianern, einem alten Volk, untergekommen, denn wir sind, ja, auf der Flucht, weiß man nicht. Wir sind mehr oder weniger ziellos unterwegs und die gute Familie hat uns aufgenommen, aber irgendwie sind sie jetzt, verbarrikadieren sie jetzt des Nachts ihre Fenster. Ich weiß nicht genau, was los ist. Aber die haben hier auf jeden Fall irgendwelche Probleme mit Geistern. Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Die haben hier irgendwas am Laufen. Natürlich werde ich die Tür nicht verschlossen halten, denn ich kann vielleicht helfen und vielleicht kann ich den Menschen was Gutes tun und sie von ihrem Fluch oder was auch immer hier los ist, erlösen. Okay. Ich würde mich erstmal nicht ausziehen, wenn ihr mir gerade sagt, hier ist voll die Kacke am Dampfen. Bleib mal besser in deinem Zimmer und schließ dich ein. Dann würde ich mich erstmal, ist nicht die erste Idee, mich ausziehen und schlafbereit machen. Was hat sie denn da am Fuß? Hatte sie gerade eine Verletzung am Fuß? Asche ist doch irgendwie, um Geister fernzuhalten, oder? Was macht Ihnen solche Angst? Irgendwelches Geisterzeug. Hört ihr es? Vielleicht ist es nur der Wind, aber... Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Was geht hier vor sich? Haben die jetzt eingeschlossen? Scheiße. Wir könnten uns jetzt wieder hinlegen. Oder wir könnten Aiden nehmen. Nee, Aiden kann aber auch nichts machen. Ich kann aber mal gucken. Okay, hier schläft einer. Wer ist das? Die Oma. Schläft die mit offenen Augen? Die hat die Augen auf, oder? Oh, wie gruselig. Okay, wen haben wir da nebenan? Mit der Steuerung komme ich noch nicht so gut zurecht, Leute. Tut mir leid. Noch nicht ist gut. Nach 13 Episoden, oder wie viele wir jetzt haben, werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr können. Ah, oh, guck mal, hier von außen kriege ich die Tür auf. Hier liegt niemand. Wo sind die denn alle? Nur die Oma liegt hier oben. Alle anderen sind irgendwie ausgewandert. Durch den Boden kann ich nicht. Okay, dann werde ich mal die Tür aufmachen. Da war ja nichts drin. Oder?
die schließen sich alle ein. Die haben alle Schiss? Nur die Oma, die liegt wach. Jawohl, die sind alle wach, aber... Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jodie. Los, tu es einfach. Ich werde euch retten, Leute, vor dem Fluch. Oder was auch immer hier abgeht. Ich mach, dass es aufhört. Oh, der arme Hund. Ich hoffe nur, dass ich die Leute nicht gefährde, wenn ich jetzt hier mein Glück versuche und den Geist reinlasse oder so. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer. Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Ich will den Leuten helfen. So bin ich nur der Arsch. So bin ich nur der Arsch, der nicht gehört hat, wenn ich ihnen jetzt nicht helfe. Was für ein schöner Tag bei 45 Grad im Schatten. Oder wahrscheinlich noch mehr. Ziehen wir uns mal was an. Hat die nur eine Unterhose dabei? Klasse, jetzt werden wir von noch einem Geist verfolgt. Ich hätte mal zu Oma gehen sollen nachts. Sind wahrscheinlich alle unten, was? Du sahst fertig aus. Ach, wir sind unten. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie einer von den Menschen, denen der Kaffee morgens gar nichts bringt. Also, ich werde davon irgendwie nicht wach. Ich bin trotzdem müde. Alter. Eigentlich dachte ich jetzt, sie trinkt ihn mit ihm. Ich will den Leuten irgendwie helfen. Ist das nicht möglich? Auf jeden Fall ganz schön viele Schlüssel. Scheinen ganz schön viele Autos zu haben. Ich bin dann mal weg. Danke. Irgendwie komisch das Ganze. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja. Ha. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen.
Ah, okay, das. Ich bin startklar. Das Vieh, das schlachtet die Schafe. Das kriegst du doch hin. Klar. Ich kann gerne mit der Oma sprechen. Die Oma weiß es bestimmt, dass wir Kräfte haben. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Kann ich vielleicht mit Aiden irgendwas machen? Nee. Gucken, ob der Hund mich inzwischen wenigstens mag. Wenigstens einer. Na, wenigstens knurrt er mich nicht mehr an, immerhin etwas. Gut, dann werden wir mal arbeiten. Ich will hier den Leuten nicht zur Last fallen. Aber ein Schaf ist tot und das ist komplett offen. Also das war kein Mensch. Das hat er nicht geschlachtet. Das ist irgendwas gewesen nachts. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jody. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Kein Problem. Also er scheint auf jeden Fall begeistert zu sein davon, dass wir... wir hätten ja auch in der Scheune übernachten können, ne? Das Angebot... Was wäre denn dann passiert? Hätten wir dann etwa den Geist gesehen? Wir hätten uns ja auch so in der Scheune verstecken können, fällt mir gerade ein. Eventuell, ich weiß es nicht, ob sie... Wir hatten ja, als wir die Farm betreten haben, hatten wir die Wahl, in die Scheune zu gucken. Da habe ich gesagt, nee, in die Scheune möchte ich mich nicht einfach so, möchte ich mich nicht einfach verstecken, weil die finden mich dann nachher dort und sind dann böse. Dann habe ich es mir direkt verscherzt mit den Leuten. Kann ich das nicht mit Aiden runterholen? Was wäre denn passiert, wenn sie mich nicht gefunden hätten? Hätte ich nachts da in der Scheune gelegen? Wow, das wäre brisant geworden. Das ist doch das Vieh, was ich gesehen habe. Oder? Wieso haben die ein Foto davon? Gucken, ob hier hinten noch irgendwas liegt. Heilige Scheiße. Wahnsinn. Die ist bestimmt 40 oder 50 Jahre alt. Vielleicht bekommen wir die ja mal als Lohn. Oder wir dürfen in unserer Freizeit ein bisschen damit rumbasteln. Also wirklich funktionstüchtig sieht die nicht aus. Sind das Zündkerzen gewesen? Jetzt erzähl mir nicht, die baut eine neue Zündkerze ein und dann funktioniert das. Das wäre ein bisschen lächerlich.
Ha! Das Ding ist wieder flott. Schauen wir mal, ob wir mit Aiden das runterholen können. Das wäre viel leichter. Ach, das funktioniert. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Okay. Seht ihr, es ist viel einfacher, als da hochzuklettern. Ihr macht schon wieder Pause, oder was? Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Eigentlich ganz cool, oder? Auf so einer Farm. Das ist halt irgendwie das einfache Leben. Harte Arbeit, aber einfaches Leben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen erfüllen kann, auch trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen. Nicht in diesem Konsum zu leben, wie wir. Nicht, dass es schlecht ist, aber... Na, das einfache Leben kann schon... Danke, John. Schon schön sein. So schwer kann dieser Ball nicht sein. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Kipp mir nur nicht um. Kann ich dir nicht irgendwie helfen? Dann gehen wir mal rüber essen. Boah, ich will gar nicht wissen, wie heiß es da ist, ne? Sieht so heiß aus. Setz dich doch. Danke. Der mit der Mütze ist auf jeden Fall der nettere von beiden. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Ja, davon haben die natürlich auch diese offenen Wunden. Die platzen dann auf, weil die atmen dann falsch. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ja, ich sag ja, er ist nicht so der Nette. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jody. Ja, da war es nur noch ich und die Oma. Huch, habe ich jetzt irgendwas umgeworfen? Nee. Okay, liebe Leute, wie unsere Arbeit hier auf der Ranch weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, dass wir noch einiges rausfinden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.